meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Sendung Börse Live Gold Spezial. Ich muss Ihnen eines sagen, ich habe sehr, sehr viele E-Mails in letzter Zeit bekommen, wo es heißt, hey Bussler, wieso bist du denn auf die Short-Seite gewechselt? Bist du denn jetzt ins Bärenlager übergewechselt? Jetzt mal ganz ehrlich, Hand hoch, wer glaubt, dass ich zu den Goldbären geworden bin? Hand hoch, wer glaubt, dass ich weiterhin Bulle bin? Richtig, ich bin weiterhin im Bullenlager, aber, und das dürfen wir nicht vergessen, und der Chart hinter uns zeigt es eigentlich eindeutig, wir haben momentan eine Short-Chance im Goldbereich. Das heißt nicht, dass ich übergeordnet glaube, dass wir jetzt abrauschen und dass es jetzt nie wieder nach oben gehen wird beim Gold, oder dass ich hergehe und nehme meine zwei Krüger-Randmünzen, die ich mein eigen nenne, und gehe sofort zum Goldhändler und verkaufe die. Nein, die bekommt keiner von meiner Seite. Aber wir haben momentan eine Short-Chance, und zwar ist das hier ein eindeutiges Short-Szenario, das wir momentan vorfinden. Und das Schöne dabei, und deshalb bin ich, habe ich gesagt, wir wechseln auf die Short-Seite, wir können das sehr, sehr gut absichern. Das hier, dieses Tief bei 12,40, war die ehemalige ganz, ganz wichtige Unterstützung für den Goldpreis. Wir sind durchgerauscht. Das heißt, jetzt kann ich bei 12,37 kann ich hergehen und kann sagen, ich eröffne eine Short-Position und sichere die ab bei, ja, 12,40 wäre zu knapp, weil der Goldpreis natürlich mal kurz drüber lügen kann. Aber sage ich, ich nehme 12,45 oder 12,46 als mein Stoppkurs. Das heißt, wenn der Goldpreis darüber steigt, dann stoppe ich den Short wieder aus. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz vielleicht den längerfristigen Goldchart an, und zwar auf 3 Jahre. Dann werden wir sehen, dass unser Ziel liegt hier. Dieser Doppelboden, das ist unser Ziel. Das sind 11,80. Das heißt, ich habe die Chance, dass mein Short im Prinzip, ja, 60 Dollar nach unten gut macht, dass ich 60 Dollar Gewinn mache bei einem Risiko, das ich absichern kann von 7 Dollar. Und das ist eine Chance, die kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Auch wenn man vielleicht einige Minenaktien im Depot hat und sagt, ich möchte mein Depot absichern. Das ist eine Chance, die muss man einfach wahrnehmen. Wie gesagt, übergeordnet. Ich bleibe bullish, ich bleibe in den Lager. Ich habe heute zum Beispiel eine Analyse gelesen von einem Kollegen aus Amerika. Der hat geschrieben, er hat so einen Indikator, so mit gleitenden Durchschnitt und geglätteten Goldpreis. Und er sagt, wir werden 2017 ungefähr bei 2700 Dollar stehen. Wenn das stimmt, wunderbar, bin ich dabei, bin ich ein Freund von dieser Analyse. Aber im Moment sagt uns der Chart, wir müssen short gehen, und dann gehen wir short. Übrigens, wenn wir bei 11,80 sind, heißt das nicht, dass wir da automatisch schon das Ende erreicht haben. Es kann durchaus sein, dass wir da runterfallen, dass wir sogenanntes zyklisches Tief machen. Sehr, sehr viele Analysten reden momentan davon, dass das passieren wird. Also, momentan, es schaut nach Short aus. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, warten Sie vielleicht heute Abend ab. Heute Abend ist, die FED wird sich zu Wort melden. Und wenn dort natürlich herauskommt, es wird keine Zinserhöhung auf absehbare Zeit geben, wobei sehr, sehr viele mittlerweile mit einer Zinserhöhung rechnen, zumindest Mitte des kommenden Jahres. Wenn da herauskommt, es wird keine Zinserhöhung kommen, oder man wird es noch weiter nach hinten tangieren, dann könnte es natürlich durchaus sein, dass der Goldpreis nochmal Schwung behält. Aber meiner Meinung nach, momentan haben wir ein Short-Szenario, das spielen wir auch. Wir gehen einfach mal davon aus, dass sich das fortsetzt. Wie gesagt, es wird eng abgesichert von unserer Seite, und das Chance-Risiko-Verhältnis ist unseres Erachtens sehr, sehr gut. Und deshalb sind wir kurzfristig auf die Short-Seite gewechselt. Nochmal, mittelfristig, langfristig, ich bleibe im Bullenlager, Sie müssen sich keine Sorgen machen, ich werde jetzt nicht sofort irgendwo hinschwenken. Wenn Sie bei Gold schon einen ganz, ganz furchtbaren Chart vor Augen haben, ich habe auch den Silberchart noch dabei, der schaut eigentlich noch ein Stückchen schlechter aus. Wir haben auch im Silber im Prinzip ähnlich, wir können auch hier ein Short-Szenario eröffnen, wobei da wird es sogar noch ein bisschen schwieriger, wir sind mittlerweile schon unter die Tiefs gefallen, also auch Silber schaut momentan Short aus, aber ich glaube, ein Short im Depot reicht uns erstmal, den haben wir auf Gold eröffnet. Auch der Silberpreis schaut schlecht aus, sage ich deshalb, weil ich später noch zwei Silberwerte dabei habe, die können wir uns mal genauer anschauen, auch wegen Zuschauerfragen. Ganz kurzen Blick auf einen größeren Produzenten, der sticht momentan ins Auge, das ist Yamana Gold. Yamana Gold, Sie sehen es am Chart, die Aktie deutlich unter Druck, auch zuletzt wieder mit dem Goldpreisrutsch nochmal verloren. Das sehen Sie hier. Wir hatten ja im Prinzip im Sommer, also beziehungsweise im Frühjahr schon, als diese Übernahmeschlacht um Osisko getobt hat, als man sich mit Goldcorp im Prinzip duelliert hat und geschaut hat, wer bekommt denn bei Osisko den Zuschlag, letztendlich war es Yamana Gold, da hat der Markt die Aktie schon abgestraft, weil man gesagt hat, das war alles ein bisschen teuer. Aber schauen Sie sich die Aktie mal an, in aller Ruhe, Sie müssen nicht heute oder morgen sofort einsteigen. Momentan mit dem Goldpreis, der unter Druck steht, wird die Aktie vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger werden. Aber mittelfristig, man wird mit der nicht zuletzt durch die Osisko-Übernahme wird man die Produktion steigern können. Man wird die Cashkosten senken können. Also für mich ist Yamana eine ganz, ganz spannende Story. Ich habe sie auch nochmal aufgeschrieben hier, 3 Punkte. Der Kurs ist seit Jahresanfang um 14% eingebrochen. Jetzt haben wir gemeldet, man hat in einer Mine in Brasilien, in der Santa Luz-Mine, hat man Probleme. Das hat den Kurs nochmal unter Druck gesetzt. Aber nochmal,
Übernahme von Osisko sehe ich sehr, sehr positiv. Die Kosten sinken, die Produktion steigt. Für mich ein spannender Wert. Yamana, nehmen Sie den mal auf die Watchlist. Und wenn sich der Markt beruhigt, beziehungsweise der Goldpreis langsam wieder seinen Boden gefunden hat und nach oben dreht, Yamana für mich einer der Kaufkandidaten im Goldbereich bei den großen Produzenten. Wir kommen zu Zuschauerfragen. Und das habe ich euch auch gesagt, wir haben den Silberchart erstmal eingeblendet. Was halten Sie von Impact Silber? Impact Silber, der eine oder andere wird die Aktie noch kennen, das ist ein Silberproduzent in Mexiko. Ich hatte die Aktie auch mal auf der Agenda, das ist allerdings 5 Jahre her. Da war der Silberpreis noch, oder 4 Jahre her, da war der Silberpreis noch wesentlich höher. Da war das Unternehmen sehr, sehr spannend. Mittlerweile hat sich die Situation deutlich eingedrückt. Positiv muss man sagen, das Unternehmen hat keine Schulden, man hat aber nur noch 1,7 Millionen Dollar Cash. Ach, das geht nicht. 1,7 Millionen Dollar Cash ist nicht viel. Wir hatten zum Jahresanfang noch über 3 Millionen Dollar Cash. Das heißt, wenn man weiter mit der Cash-Burn-Rate rechnet, dann wird man am Ende des Jahres fast ohne Cash dastehen. Das heißt, man wird sich irgendwo am Kapitalmarkt mal bedienen müssen, wenn es weitergehen soll. Das Ganze lastet natürlich auf den Kurs. Man schreibt momentan rote Zahlen. Die Produktion ist rückläufig. Börsenwert sind nur noch 20 Millionen Euro. Und die große Frage ist, wenn Sie das Unternehmen mal so ein bisschen genauer anschauen wollen, sie weisen keine All-in-Sustaining-Costs bei der Silberproduktion aus. Warum machen sie es nicht? Naja, sie sagen, ja, wir haben noch so ein paar Beiprodukte, wir fördern noch ein bisschen Gold und so weiter. Wir weisen irgendwelche komischen Kosten pro Tonne Erz aus. Das hilft uns, ganz ehrlich gesagt, nicht weiter. Ich muss dir sagen, ihr macht 80% eures Umsatzes macht ihr mit Silber. Da kann es ja nicht zu viel erwartet sein, dass man einfach sagt, weist doch bitte mal eure Cashkosten aus. Sagt uns doch, was kostet es denn, eine Unze Silber aus dem Boden zu holen? Was zahlt ihr denn dafür? Und wenn wir sehen, dass sie eben rote Zahlen schreiben, dort ist ja ganz klar darauf hin, dass man eben nicht kostendeckend arbeiten kann im Moment. Und da ist die Frage, wie wollt ihr denn die Kosten weiter senken? Und man hat zwar gesagt, ja, das ist unsere Prämisse, wir wollen die Kosten senken, aber wie man das erreichen will, ist ein bisschen in den Sternen. Man weiß nicht genau, was ist eigentlich, was sind die Kosten, die das Unternehmen hat. Und bei einem weiter sinkenden Silberpreis, also bei einem Silberpreis, der unter Druck steht, wir haben übrigens Kursziele im Markt, die liegen bei 14 Dollar, meines Erachtens viel zu niedrig, da wird kaum einer kostendeckend produzieren, Impact Silber ganz sicher nicht. Das ist in der momentanen Situation oder in dem momentanen Umfeld des Silberpreises für mich keine Aktie, die ich im Depot haben muss oder die ich im Depot haben will, so leid es mir tut. Ich fand die Aktie mal sehr, sehr spannend, aber da hatten wir eben einen höheren Silberpreis. Bei den aktuellen Silberpreisen wird man kaum aus dieser Bredouille herauskommen. Ich glaube, man wird früher oder später den Kapitalmarkt anzapfen müssen. Und wie das dann aussehen wird, das wird nochmal auf den Kurs lasten. Also meines Erachtens, schauen wir uns doch mal den Chart an bei Impact Silber. Der spricht ja auch Bände. Man ist momentan so fast schon auf Rekordtief gelandet, 31 Cent. Haben Sie da momentan noch als Kurs. Also meines Erachtens ist es eine Aktie, die Sie momentan im Moment nicht im Depot haben müssen. Wenn der Silberpreis irgendwann bei 25 Dollar, bei 27 Dollar oder vielleicht bei 30 Dollar steht, sprechen wir gerne mal wieder über die Aktie im Moment. Meiner Seite no. Etwas anders schaut es aus, und zwar habe ich eine Frage von Falk erfragt, was ich halte First Majestic für ein solides Unternehmen. Sehen Sie das auch so? Kurze Antwort, ja, sehe ich genauso. Beide Unternehmen, Impact Silver, aber auch First Majestic Silver, sind beide in Mexiko aktiv. Also beides kanadische Firmen, die in Mexiko aktiv sind. Man hat All-in-Sustaining-Cost bei 18,18 Dollar. Das heißt, man würde momentan ungefähr bei einem Break-Even arbeiten. Allerdings, die Kosten sollen dieses Jahr noch sinken. Also die rechnet, First Majestic rechnet mit 16,66 bis 16,96 Dollar. Das heißt, also rund 17 Dollar Kosten, die man dieses Jahr anvisiert, vielleicht sogar etwas darunter. Damit wird man profitabel bleiben. Die Produktion wächst. Man hat 2 Minen, die in der Entwicklungsphase sind. Man hat eine Mine, die ist gerade angelaufen, deshalb hat man auch relativ hohe Kosten. Man wird die Kosten bei dieser Mine senken, da bin ich sehr, sehr sicher. Bei einer Anlaufphase von der Mine sind die Kosten immer etwas höher. Meines Erachtens die wesentlich bessere Wahl, als wenn ich Impact Silber mit First Majestic vergleiche, obwohl der Vergleich natürlich hinkt, weil First Majestic der wesentlich größere Produzent ist, ist das die Aktie, die ich bevorzugen würde. Ich glaube, das zeigt auch der Chart. Also auch hier ist natürlich noch weit entfernt von den Allzeithoch, aber wir sehen, die Aktie hat sich noch wesentlich besser gehalten. Und wie gesagt, meines Erachtens ist das ein Wert, den kann ich spielen in so einem Umfeld. Man wird profitabel bleiben, man wird die Kosten senken. Also auf einem sehr, sehr guten Weg. First Majestic Silver ist eine Aktie, die können Sie im Depot behalten. Aber auch da natürlich, sollte der Silberpreis tatsächlich einbrechen auf 14 Dollar, wie manch einer prognostiziert, dann wird es auch für das Unternehmen eng. Also zumindest, man wird nicht mehr profitabel bleiben. Aber das nochmal, kaum ein Silberproduzent wird es schaffen, zu diesen Preisen, also 14 Dollar, 15 Dollar, profitabel zu bleiben. Wir haben noch eine Frage, und zwar, Gudrun fragt, was halten Sie von Ray Patch Gold? Also Ray Patch Gold ist so eine Aktie, ich weiß, die wurde von dem Börsenbrief empfohlen. Ich habe die Story so am Rande verfolgt. Also wir haben nicht sehr tief reingehangen in die Materie. Was ist Ray Patch Gold? Ray Patch Gold ist im Prinzip ein Explorationsunternehmen, das in Nevada aktiv ist. Sie sehen den Kursverlauf, eindeutig nach unten gerichtet, der Chartverlauf.
Warum ist das so? Also für mich war Ray Patch immer so eine Übernahmestory. Für mich war das ein Unternehmen, da war eine gewisse Übernahmefantasie, war in der Nähe von Barrick Gold. Das hat geheißen, Mensch, das könnte sein, dass ein größerer im Prinzip dieses Unternehmen braucht oder diese Liegenschaft braucht. Und es war immer so dieser Hauch von Übernahmefantasie und der entweicht jetzt allmählich. Sie müssen nicht alles schlecht reden. Also Ray Patch hat noch, glaube ich, 5 oder 6 Millionen momentan in der Kasse. Das heißt, das Unternehmen ist nicht kurz davor, pleite zu gehen. Das meines Erachtens nicht. Aber man hat auch eine sehr, sehr hohe Cash-Burn-Rate, nach wie vor zwischen 2 und 3 Millionen im halben Jahr. Das heißt, man wird auch am Ende des Jahres allmählich wird's kritisch werden. Da wird man vielleicht auch noch mal Richtung Kapitalmarkt schielen. Meines Erachtens ist es keine Aktie, die Sie jetzt unbedingt im Depot haben müssen. Die Frage ist, was tun Sie, wenn Sie sie haben? Naja, zu den Kurs verkaufen. Vielleicht macht es Sinn. Ich müsste Ihren Einstandskurs wissen. Ist ein bisschen schwierig. Man könnte natürlich sagen, wir hoffen auf höhere Goldpreise und damit auch auf den Anstieg von Ray Patch Gold. Ganz kurz am Schluss noch ein Hinweis. Börsentag in Köln, ich habe es am Montag schon gesagt, am Samstag, also am kommenden Samstag, 20. September im Pullman Hotel Cologne. Ich halte selbst einen Vortrag um 12 Uhr, wenn Sie Lust haben, wenn Sie Zeit haben, wenn Sie aus der Gegend sind, schauen Sie mal vorbei. 12 Uhr, wie gesagt, bin ich da und würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.